Meditation zur Heilung deines inneren Neugeborenen. Zünde für dich und dein inneres Neugeborenes eine Kerze an. Komm zur Ruhe und nimm die Position ein, die dir für dich als günstig erscheint. Wenn du deine Gedanken ganz bewusst zur Ruhe bringen möchtest, so schaue noch ein wenig in die Kerze. Atme dreimal ganz tief in deinen Bauch. Wenn du das möchtest, kannst du dies hörbar tun. Fühle, wie du dich mehr und mehr entspannst. Dazu bereit bist, so bitte nun deine Schutzengel an deine Seite. Lasse dich von ihnen zu dem Ort tragen, an welchem du als kleines Kind gelebt hast. Deinen Schutzengeln betrittst du nun dieses Haus deiner Kindheit. Du betrittst diesen Raum, den Raum, in dem dein Bettchen stand, als du ein neugeborenes Baby warst. Was fühlst du, wenn du diesen Raum betrittst? Ist er hell? Ist er dunkel? Mitten im Raum steht das Bettchen, in welchem das neugeborene Kind liegt, welches du einmal warst. Schau genau hin. Sieh dieses kleine Baby vor dir. Wenn es dir schwerfällt, dich zu sehen, dann kannst du versuchen, dich an ein Foto von dir zu erinnern, als du noch ein sehr kleines Baby warst. Konzentriere dich ganz auf dieses Bild. Sieh dir dieses kleine Baby an. Öffne dein Herz und sende ihm deine ganze Liebe, die du in dir trägst. Sende sie jetzt zu diesem kleinen Baby. Schicke diesem Baby deine ganze Liebe. Wenn du möchtest, dann stell dir vor, wie du deine Hände über diesen kleinen Säugling hältst und ihn segnest. Sprich dabei: Liebes Neugeborenes, und du kannst dabei deinen eigenen Namen
verwenden. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dieser Erde. Ich bin so glücklich, dass du jetzt hier auf dieser Welt bist. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe dich lieb, genauso wie du bist. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist hier vollkommen sicher. Du bist behütet. Du bist geborgen. Ich bin von nun an immer bei dir. Wenn du möchtest, dann kannst du eigene Worte finden, mit denen du dein inneres Neugeborenes begrüßt und ihm deine Liebe schenkst. Wenn du dich dazu bereit fühlst, dann tritt noch näher an dein inneres Neugeborenes heran. Schau in seine kleinen Augen. Wenn es sich für dich gut anfühlt und wenn du das Gefühl hast, dass das kleine Kind dies auch möchte, dann darfst du es auch anfassen. Vielleicht möchte das Baby von dir in den Arm genommen werden. Wenn dies der Fall ist, dann nimm es vorsichtig heraus aus seinem Bettchen und halte es ganz sanft in deinen Armen. Wiege es liebevoll hin und her und versichere ihm, wie sehr du es liebst. Du selbst wirst fühlen, wozu das innere Neugeborene
in dir bereit ist, was es von dir möchte, was es von dir braucht. Deinen Paten. So dies der Fall ist, rufe diese Ahnen, rufe deinen Paten, bitte sie an deine Seite. Jesus Christus, deine Paten und deine Ahnen, einen Kreis um dich und das kleine Baby bilden. Auch sie heißen nun dieses neugeborene Kind willkommen. Liebes Kind, wir sind so glücklich, dass du jetzt hier auf dieser Welt bist. Es ist so schön, dass du da bist. Wir haben dich lieb, genauso wie du bist. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist hier genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und bei den richtigen Menschen. Du bist hier sicher. Du bist behütet. Du bist geborgen. Wir sind von nun an und für alle Zeiten an deiner Seite. Mutter Maria und Jesus Christus haben Geschenke für dieses neugeborene Kind mitgebracht. Und so tritt nun Mutter Maria an das Baby heran und breitet eine warme, kuschelige Decke über dem Kind aus. In diese Decke wurde mit goldenem Garn der Name dieses kleinen Kindes gestickt. Kannst du es sehen? Diese Decke symbolisiert Schutz, Sicherheit und das Gefühl, sich zutiefst geliebt zu fühlen.
Diese Decke gehört dem neugeborenen Baby nun. Und wann immer der Säugling in dir nach diesen Dingen Schutz, Sicherheit und geliebt werden verlangt, dann kannst du ihn mit dieser Decke zudecken. Du kannst ihn vollkommen darin einwickeln, damit er sich sicher, vollkommen beschützt und zutiefst geliebt fühlen kann. Auch der Herr Jesus Christus tritt nun noch ein wenig näher an dieses Baby heran. Er reicht ihm einen kleinen Gegenstand. Es ist ein Geschenk, ein spezielles Geschenk, nur für dieses kleine Kind. Kannst du es sehen? Dieses Geschenk ist ein Symbol für Vertrauen in das Leben, Vertrauen in andere Menschen und Vertrauen in sich selbst. Wann immer der Säugling in dir nach dem Gefühl tiefen Vertrauens verlangt, dann kann er nach diesem Gegenstand greifen. Dieser Gegenstand wird immer daran erinnern, dass alle Sicherheit, alles Vertrauen, alle Liebe tief in dir verborgen sind. Er wird dir dabei helfen, diese Gefühle in dir zu finden und diese zu entwickeln und sicher zu bewahren. Mutter Maria, Jesus Christus, deine Paten und deine Ahnen, halten nun ihre Hände über dich und das kleine Baby in deinen Armen. Sie senden diesem kleinen Kind ihre ganze Liebe. Sie segnen dieses Kind. Nimm wahr, wie ihre ganze Liebe und ihre guten Wünsche zu diesem kleinen Baby fließen. Die Liebe, die Mutter Maria, Jesus Christus, deine Paten und deine Ahnen schicken, bildet nun eine große Kugel aus Licht um das Neugeborene herum. Kannst du sehen, wie dein inneres Neugeborenes in diesem Licht badet, wie es mit Liebe aufgeladen wird und wie diese Kugel aus reiner Liebe einen sicheren, undurchdringlichen Schutzmantel um diesen kleinen Säugling bildet. Kannst du es sehen? Kannst du es fühlen? All die Liebe,
die dieses Baby benötigt, fließt nun zu ihm. Und es fühlt sich sicher. Und es fühlt sich geborgen. Und es fühlt sich zutiefst geliebt. Diese wundervolle Lichtkugel füllt nun den ganzen Raum aus. Dein Bettchen wird erfüllt. Das ganze Zimmer, der ganze Wohnraum füllt sich nun mit der wunderbaren Licht- und Liebesenergie. Fühle nun, wie sich das Herz des neugeborenen Säuglings ganz weit öffnet. Fühle, wie sich dein eigenes Herz noch weiter öffnet. Und dann nimm wahr, wie sich eure beiden Herzen über das Band der Liebe miteinander verbinden. Spüre nun noch einmal in dich hinein. Wie geht es dir jetzt? Wie geht es deinem inneren Neugeborenen? Bist du schon bereit, dein inneres Neugeborenes vollständig zu integrieren? Frage deinen inneren Säugling, ob er schon bereit dazu ist, mit dir mitzukommen und mit dir zu verschmelzen. Was braucht es noch, damit dein inneres Neugeborenes vollkommen mit dir verschmelzen kann? Was möchte dein innerer Säugling? Wahrscheinlich wird dein inneres Neugeborenes noch ein wenig Zeit brauchen. Wenn dem so ist, dann versprich ihm, dass du wiederkommst. Und zwar so oft du oder dein inneres Neugeborenes in dir dies brauchen und wünschen. Dann kannst du an diesen Ort zurückkehren und dein inneres Neugeborenes halten. Du kannst mit ihm kuscheln und für es da sein. Du selbst wirst spüren, was stimmig für dich und dein inneres Neugeborenes ist. Vielleicht hast du das Gefühl, schon bereit dazu zu sein, dich vollständig mit deinem inneren Neugeborenen zu verbinden. Wenn auch dein inneres Baby dazu bereit ist, dann behalte es im Arm und nimm es mit dir. Und fühle,
wie du ganz wirst und heilen. Du selbst wirst fühlen, ob dein inneres Neugeborenes schon bei dir bleiben kann oder ob es zunächst noch eine Zeit lang deine Zuneigung und Pflege bedarf. Nimm nun wahr, wie Jesus Christus und Mutter Maria diesen Raum weihen. Sie segnen diesen Raum und füllen ihn mit ihrer Liebe und der Kraft der Heilung. Wann immer du das Gefühl hast, in diesen Raum zurückkehren zu wollen, so wirst du und das Neugeborene in diesem Raum ein weiteres Stück Heilung erfahren können. Nun ist es an der Zeit, dich von deinem inneren Säugling zu verabschieden. Schicke ihm noch einmal deine ganze Liebe. Bedanke dich bei deinen Ahnen, deinen Paten und bei Mutter Maria und bei Jesus Christus und verabschiede dich auch von ihnen. Du kannst dafür gern eigene Worte finden. Wenn du soweit bist, dann lasse dich von deinen Schutzengeln wieder zurück in dein Hier und Jetzt führen. Wenn dein inneres Neugeborenes noch nicht mit dir kommen konnte, so ist es doch nun sicher und geborgen und geliebt in der Obhut von Mutter Maria und Jesus Christus. Dein innerer Säugling weiß nun, dass er sicher ist und geliebt wird, genauso wie er ist. Er weiß, dass er erwünscht ist und dass er willkommen ist auf dieser Erde. Vertiefe nun wieder deine Atmung. Sei wieder ganz präsent im Hier und Jetzt. Wenn du möchtest, kannst du noch ein wenig nachruhen oder Impulse und Gedanken, die dir während der Meditation gekommen sind, für dich notieren. Sei gesegnet in Liebe und Frieden.